Ich wäre sehr erfreut, wenn dieser Gast mal schneller gehen würde. Eigentlich könnte ich es auch schneiden, dass die zwei Fehlversuche nicht dabei sind, aber das wäre irgendwie blöd. Ja, Gast, komm bitte näher. Ich brauche eine Wache, aber wo soll ich die hernehmen? Das ist das Problem. Weil wenn ich eine Wachmannsuniform hätte, würde ich überall reinkommen, ohne dass irgendeiner was sagt. Aber wie komme ich bitte an eine Wachmannsuniform? Naja, ich mache das jetzt anders, dann sterben halt ein paar mehr Leute. Aber ist mir dann auch egal. Ja, gib ruhig alles her, was der Gast hier so hat. Und jetzt laufen wir zum Haus und dann wird gespeichert. Weil ich habe so langsam die Schnauze voll. Ah, der Typ kommt. Ne, ist gerade wieder gegangen. Ich glaube, der kommt aber nochmal raus. So. Ich finde unser Geschenk nicht mehr. Du verdammter Idiot, Clyde, das gibt's doch nicht. Jemand hat es gestohlen. Bist du doof? Da steht das Geschenk doch. Naja. Bevor ich jetzt hier irgendwas an diesem tollen Geschenk mache, werde ich speichern. Weil ich möchte euch das ja auch nicht zumuten, dass ich diesen armen Partygast nochmal 3000 Mal erwürgen muss. So. Ja, du darfst da gerne eine Mine platzieren. Und dann darfst du das Geschenk nehmen. So, der Typ, der wird gleich rauskommen, hier ein bisschen rumballern. Ich hoffe, er ist noch nicht weg. Aber eigentlich müsste der nochmal rauskommen, der Bräutigam. Der stellt sich dann nämlich hier vorne hin und ballert durch die Gegend. Jetzt bleiben wir mal hier stehen. Nur ich hoffe, wir sind dann nicht wieder verdächtig, weil das wäre irgendwie kacke. Ja, wenn man die Glocke läutet, dann kriegen wir Ärger von dem Typen, der dabei steht. Ah, da ist er. Lass das Geschenk da liegen, du blöde Kuh. So, jetzt wird der Typ kommen. Und zwar jetzt. Und er ist tot. Ich war das nicht. Jetzt sind zwar ein paar mehr Leute tot, aber der Bräutigam wenigstens auch. Nein, es ist nicht alles okay. Der Typ ist tot. So, da ist wieder die Frau. Dein Bräutigam ist schon mal tot. Ihr rennt alle runter. Wenn ja, wäre das irgendwie gut. Ich speichere mal, weil dann bin ich nämlich schon mal im zweiten Stock. Da müsste ja der Vater sein. Jetzt möchte ich erstmal ganz schnell auf die Karte gucken. Ganz schnell. Ja, kennt ihr auch im zweiten Stock? Außenbereich. Ah, der ist gerade an den Familiengräbern, aber da komme ich ja leider auch nicht hin. Das ist das Problem, dass ich da nicht hinkomme. Na, jetzt wäre gut, wenn hier eine Wache wäre, die man töten kann. Aber ich glaube, hier ist keine Wache. Hi. Na, ihr seid noch in Feierstimmung oder eher nicht? Deine Mutter schaut sich ja ganz stolz auf dich runter. Oh, du bist so süß. Aber ich schätze, Mutter sieht eher zu mir hoch. Ach du. So. Ja, und hier hätten die geheiratet, aber der Bräutigam ist tot. Und der Papi ist da irgendwo. Genau da hinten, wenn ihr den sehen könnt. Aber da komme ich leider so nicht vorbei. Hier hat auch mal eine Wache gesessen. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt hochkomme oder eher nicht. Weil hier wurde ich auch schon ein paar Mal erwischt. Ich weiß auch nicht. Oh. Bist du ein Gast oder bist du was anderes? Du bist irgendwas anderes. Ich werde gesehen, wenn ich da hochgehe, das weiß ich. Deswegen ist die Idee nicht so gut. Ja, und da zu den Familiengräbern komme ich so leider auch nicht. Weil hier klettert er nicht drüber, gar nichts. Ey, Papi, komm mal her, ich will dich töten. Das ist irgendwie sehr schlecht, dass Hitman hier nicht drüber klettert. Das tut er auch nicht. Komme ich denn von da irgendwie? Nee, ne? Ah, er geht auch wieder. Er geht wieder.
Ja, dann muss ich ihn irgendwie töten, dass das irgendwie funktioniert. Was ich auch schon mal gemacht habe, ich habe gewartet, bis die Trauung stattgefunden hat. Und da habe ich immer schon gedacht, das Level wäre vorbei, dass die nicht heiraten dürfen. Ja, und dann haben alle Gäste sind weggegangen, hier wieder nach drin. Und der Bräutigam war dann der Letzte. Und dann habe ich den erwürgt. Alle waren vor dem, haben sich dann rumgedreht und haben den Toten gesehen und haben nicht gecheckt, dass ich den umgebracht habe. Das war auch schön. Das wollte ich gestern auch so aufnehmen und machen, aber das funktionierte nicht. Und deswegen machen wir es jetzt anders. Jetzt haben wir leider ein paar mehr Leute getötet. Ja, Papi, komm her. Denn ich möchte dich gerne töten. Gott, ich hoffe, das sieht hier keiner. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die da alle sehr weit gucken können. Und deswegen sollte ich mir jetzt gleich was Gutes überlegen. Wenn der irgendwie gleich hier vorne ist, dann werde ich einfach schnell nochmal speichern. Weil hier ist ja jetzt keine Wache, aber da ist ein Fenster. Hallo Papi. Da ist ein Fenster, was offen ist. So, jetzt werde ich nochmal ganz schnell speichern. Und dann ganz schnell was versuchen. Wenn wir gesehen werden, müssen wir leider wieder neu laden. Hallo, lieber Herr Fahrtherr. Ich möchte dich gerne töten. Es hat keiner gesehen. Es hat niemand gesehen. Na gut, das freut mich. Hallo? Wo ist mein Exit? Ah, da schleppen sie gerade auch jemanden weg. Exit. Ah, das war auch da, wo ich hergekommen bin. Dann kann ich da ja auch wieder hingehen. Habe ich alles gemacht? Ja. Hallo. Gut. Ja, dann gehe ich jetzt einfach wieder, ja, Leute? Oh Gott, das war zwar nicht so toll, aber egal. Der Typ ist tot, ein paar andere auch. Aber das stört uns nicht. Jetzt können wir uns sogar noch unseren Anzug holen, wenn uns dann niemand erwischt. Also das ging doch mal sehr schnell. Oh ja, da liegt noch eine Leiche und da auch, aber Hauptsache ihr tanzt wieder, ne? Ja, okay. Ihr seid ja nicht gerade sehr trauernd. Ich würde zwar gerne... und du stehst voll in dem Blut drin, du bist voll ekelhaft. Ich würde zwar gerne laufen, aber ich glaube, das sollte ich nicht tun. Ja, ab hier vielleicht wieder, ja. Gut. Weil ich habe keine Lust, dass wir irgendwie erwischt werden. Noch auf den letzten Drücker. Jetzt hätte ich gerne meinen Anzug. Und schon können wir wieder gehen. Ich bin ja sehr begeistert. Oh, ich dachte gerade, die eine Wache da hinten, die gelaufen ist, würde jetzt auf uns zukommen. Ich glaube, dann hätte ich angefangen zu knatschen. Dann wäre ich auch einfach zum Exit gelaufen. Also wirklich leise war das ja nicht, aber das macht ja jetzt mal nichts. Naja. Aber irgendwie war das Level dadurch jetzt sehr kurz, aber das macht ja jetzt auch nichts. Nur leider so viele Levels kommen hier nicht mehr. Ja, ich möchte sehr gerne fliehen. Kills Gesamt 6. Nahkampfkills 2. Gefundene Leichen 5. Gefilmt? Nein. Lärm einer, Gewalt 3, oh Gott. Und 8 Minuten 55, oh Gott. Naja, ihre Bewertung Geist. Schon wieder Geist, ja. Und Bekanntheitsgrad 0 von 100. Ja, Schadenskontrolle minus 12.000 Dollar, aber egal. Aber was wir schon richtig viel Geld haben und ich gebe das nie aus. Ja, ich muss immer noch keinen bestechen. Geist schlägt zu. Papi LeBlanche getötet. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Mississippi, 18. Februar 2005. Die örtliche Polizei hat heute Morgen bestätigt, dass Geschäftsmann Papi LeBlanche und zukünftiger Schwiegersohn Hank Lace letzte Nacht in einem alten Herrenhaus tot aufgefunden worden sind. LeBlanche und Hank waren Opfer bei einem Zwischenfall mit 4 weiteren Toten. Alle Opfer waren unbeteiligte Passanten, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Ja, da gebe ich euch recht. Die Ermittler fanden C4-Spuren in der Nähe des Tatorts. Offenbar wurde eine Bombe des Typs US Mile 5 ferngezündete Bombe für den Mord verwendet. Eines der Opfer wurde unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden. Polizeiforensiker untersuchen derzeit die Todesursache.
Die Polizei hat erklärt, dass sich die Ermittlungen aufgrund des Mangels an Zeugen äußerst schwierig gestalten. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf das Äußere des Killers, da diesen niemand gesehen zu haben scheint. John Papi LeBlanc war in der Delta-Region eine feste Größe. Als erfolgreicher Geschäftsmann, der sich seiner Herkunft stets bewusst war, verfügte Papi über einen altmodischen, aber gewinnenden Charme, einen gesunden Menschenverstand und ein Gespür für lukrative Geschäfte. Obwohl Papis Erkenntnisvermögen in den letzten Jahren offenbar stark gelitten hatte, betonten seine Freunde und Geschäftspartner, dass er trotz allem auch in dieser Lebensphase ein nicht zu unterschätzender Mann war. Papi hat ständig wirres Zeug über UFOs, Regierungsverschwörungen und geheime Klonlabore gefaselt, erklärte sein langjähriger Freund Hendrik Slackjaw. Allerdings war er immer noch ein ziemlicher Draufgänger, wenn Sie wissen, was ich meine. Trotz seines Rufs hat das nach seinem Tod bekannt gewordene Ausmaß seiner Geschäftstätigkeit und der tatsächliche Umfang seines Vermögens auch viele seiner engsten Freunde in Erstaunen versetzt. Uns war allen klar, dass Papi das Richtige tut, erinnert sich ein ehemaliger Geschäftspartner. Allerdings hatte mit einem Vermögen in dieser Höhe niemand gerechnet. Ich schätze, seine Tochter war ziemlich sprachlos, als sie davon erfuhr. Bericht auf Seite 5.